Willkommen bei CAP, ein Podcast über Kunst, Kultur und Architektur. Zu Gast ist heute Robert Punkenhofer, ein kreativer Pionier im internationalen Kunstmanagement und Gründungsdirektor der vielbeachteten Vienna Art Week. Nicola ist heute unser Kapitän und spricht mit Robert Punkenhofer über seine Leidenschaft, auf der ganzen Welt neue, ungewöhnliche Räume für die Kunst zu finden und seine Liebe zu einem ganz besonderen Zeitmesser. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, lieber Robert. Danke, dass du dir Zeit genommen hast für unseren Podcast. Sehr gern. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war an der Gurkhal Bar des Künstlers Erwin Wurm bei der Vienna Art Week. Das ist jetzt schon nicht so lange her, aber war noch in einer Zeit, als wir uns physisch treffen konnten. Vor der Pandemie hast du aber schon die Idee gehabt zu dieser Vienna Art Week, nämlich das Thema Rituale. Wie bist du darauf gekommen oder was hat dich dazu bewogen, zu dem Thema Rituale, das ja jetzt auch ein ganz wichtiges Thema ist für viele Leute, gerade in Zeiten, wo man zu Hause ist. Also was hat dich dazu bewogen, dieses Thema? Ja, also Faktum ist, dass wir im Team dieses Thema dann ausgewählt haben, schon im Jänner. Und Corona kam ja dann erst, glaube ich, im März kam der Lockdown. Und wir machen natürlich jetzt Recherchen etc., aber ich bringe es dann immer runter auf einen persönlichen Punkt. Und für mich ist das Thema Rituale persönlich auch wichtig, vielleicht auch deshalb auch immer wichtiger geworden, weil, wie du weißt, ich war ein Großteil meines beruflichen Lebens zumindest im Ausland. Und speziell im Ausland lebend ist mir vorkommen, Rituale werden immer wichtiger für mich. Und da meine ich jetzt nicht die großen öffentlichen Rituale wie jetzt ein Kirchgang oder so oder Ähnliches, sondern kleine Alltagsrituale sozusagen, an denen ich mich dann aufhänge und die mir Stabilität bieten und vielleicht auch eben irgendwie, so quasi, ich bin immer noch Teil meiner Herkunft, meiner Familie, weil ich da auch, egal jetzt in Mexiko oder in New York oder in Japan, immer noch ähnliche Rituale wie zum Beispiel das Sonntagsfrühstück mit einem Wiener Ei sozusagen. Also das war einerseits so auf persönlicher Ebene, wo ich gemerkt habe, dieses Thema beschäftigt mich immer mehr und ist immer wichtiger, je älter ich werde. Und auf der anderen Seite, wie wir dann eben gebrainstormt haben zu den Themen, haben wir gesehen, dass das Thema Rituale auch in der Kunst eine ganz wichtige Rolle spielt, ob das jetzt in der Performance-Kunst einer Abramowitsch ist oder Hermann Nitsch oder auch, wenn es im kreativen Akt bei Künstlern im Atelier speziell Handlungen gibt im Tag, beim Tagesbeginn, bevor man so quasi sein Werk schafft, wo eben ein Ritual, ein tägliches eine Rolle spielt. Bei Mosaik, dieses penible Spitzen der Bleistifte zum Beispiel. Und dann natürlich wurde das Thema immer relevanter, weil wir, glaube ich, alle gemerkt haben, wie sehr wir Rituale brauchen, um uns immer Teil einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft zu fühlen und wo durch den Lockdown plötzlich viele Rituale nicht mehr möglich waren. Die Diskussion vor jetzt ein paar Wochen noch Weihnachten, ob wir uns da überhaupt als Familie den weihnachtlichen Ritualen nachgehen können oder ganz banal wirklich in Wien so quasi auf einen guten Kaffee gehen kann und sich da treffen kann. Und wo eben dann auch einer unserer Sprecher, der Philosoph Hahn, dann in seinem Buch vom Verschwinden der Rituale konstatiert, dass in unserer Gesellschaft Rituale verschwinden, aber damit eben auch dieses Gemeinschaftsgefühl, das so wichtig ist und wäre. Ja, na ja, total. Also das ist ja etwas, was nicht nur mit der Pandemie zu tun hat, ne? Dieses Verschwinden genau. der Rituale. Genau. Ne? Ja. Genau. Ja. Aber hat es, glaube ich, noch einmal also urgenter gemacht irgendwie. Ja. Eben, dass man sie auch mehr schätzen sollte, diese Rituale, ne? Dass man die wieder vielleicht in sein Leben neu einbauen kann oder neue Rituale finden kann auch. Ne? Auch das, ja. Du hast bei der Vienna Art Week ein ganzes Haus bespielt in Wien, weil du vorhin die Abramowitsch genannt hast, Marina Abramowitsch, die hat im Keller, hast du ein Video gezeigt, wo sie so über Steinen schwebt, aber es war über ja ganz, ganz... Über Kristallen, genau. Ja, ja. In Brasilien. Ja, toll. Das ganze Haus war von oben bis unten... Scott Clifford Evans hat oben gekocht, ein Mormonen-Essen. Ne, das war ganz, ganz ein Thanksgiving-Essen, ja. Thanksgiving, der höchste Feiertag, sozusagen Familienfeiertag in den USA.
und wo eben dieses gemeinsame Kochen auch ganz eine wichtige Rolle spielt. Und das Haus ja, war für das Thema, glaube ich, Rituale prädestiniert, weil es eben ein Einfamilienhaus war und im Zusammenleben einer Familie gibt es ja viele Rituale. Und dieses Setting, das jetzt nicht ein White Cube war oder ein Museum, war, glaube ich, prädestiniert. Auch wenn ich ein bisschen in Sorge war, ob da oft diese musealen Arbeiten am Abramowitsch oder wir haben auch Arbeiten von Nietzsche gehabt oder Paul McCarthy, Mike Kelly, ob das sich hier ausgeht sozusagen in der Aura des Werks. Aber es hat da in diesem Kontext teilweise haben die Arbeit noch mal mehr an Kraft gewonnen als in einem klassischen Galerieraum. Ja, die haben richtig gelebt, ja. Ein Hermann Nitsch in einem, das ist ja ein Abbruchhaus, ein Hermann Nitsch in einem, was war das, ein Wohnzimmer, das schon so abgewohnt ist oder mit Tapeten, ja, und so weiter. Genau, ja. Ja, so super. Das einzige Tragische war natürlich, dass wir das Haus nicht öffnen konnten für Publikum. Und jetzt musste ich eben ein Ritual, das uns Erwin Wurm aufgetragen hat, eben diese Gurkelbar musste ich allein mich dem Alkohol widmen. Die Idee war, das Kunstwerk ist dann fertig, wenn die Leute bei der Gurkelbar sich betrinken quasi, oder? Und besoffen nach Hause gehen, genau. Das ist dann nicht die One-Minute-Sculpture, aber wenn man dann mit Nachwirkung. Wenn man es überhaupt noch da steht dann. Ne? Genau. Ja, aber so aus dem Nichts heraus etwas zu kreieren oder quasi so Häuser zu schaffen oder Orte neu zu bespielen, das ist ja überhaupt eines der Dinge, die du immer wieder machst. Ne? Also in Graz zum Beispiel war es die Murinsel auch etwas, was es vorher nicht gegeben hat, ne? diesen Ort der Kunst mitten in einem Fluss mit Vito Acconci zusammen. Das sind Dinge, die liegen dir, oder? So aus dem Nichts heraus, was könnte man da machen? Etwas, was noch gar nicht existiert. Ja? Oder Orte mit Kunst zu bespielen, die dann zu Kunstorten werden, selbst. Ja, also wenn ich jetzt so zurückblicke, die letzten vielen Jahre, zieht sich das Bild durch wie ein roter Faden. Und ganz konkret im Fall der Murinsel wurde ich ja damals gefragt, ob ich Ideen hätte für dieses Kulturhauptstadtjahr. Und was mich damals immer geärgert hatte als junger Student, wo ich über die Mur zur Uni gefahren bin, dass ich nicht so wie an der Seine oder am East River in einem herrlichen Café ins Wasser blickend alles fließt, das genießen konnte. Und die Mur war da völlig isoliert eben, ne? Und da war der Gedanke, wie kann man den Fluss wieder zurück in die Stadt und die Stadt wieder zurück zum Fluss bringen. Und den Vito Acconci kannte ich von einer Ausstellung, die ich damals kuratiert hatte in meinem Kunstraum in Mexico City. Und das war natürlich fantastisch, eben eine Idee. Und die Idee war natürlich, glaube ich, wurde nicht ernst genommen lange Zeit, weil sie eben so verrückt war. Wer baut schon auf einem Fluss, aus der eigenen Insel so quasi? Und zum Glück hatten wir damals wirklich sehr, sehr guten Support in der Umsetzung. Und plötzlich war die Insel da. Aber es waren auch drei schlaflose Nächte. Das kann ich mir mit Vito Acconci, weil das Thema war da. Vito Acconci, der auch sehr stark eigentlich, der ist ja an und für sich als Poet hat er begonnen. Mit der Gestaltung von einem weißen Papier, einem zweidimensionalen sozusagen, und dort einen ersten Raum geschaffen hat und weiter dann eben zur Performancekunst und zum Schluss wollte er unbedingt Architekt werden. Hat es aus meiner Sicht auch geschafft, wurde aber von anderen Architekten nie ernst genommen und hat bis zum Schluss, ist er leider gestorben jetzt vor drei Jahren, hat bis zum Schluss darunter gelitten, dass er in die Kunstgeschichte einging mit Er sagt ja mit 5 Jahren Arbeit, nämlich den Performances und ja hier wirklich auch Videokunst in die Kunstgeschichte einging. Und in dem Fall war es sozusagen Raum geben, dem Künstler wirklich was Tolles zu machen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Auftraggeber sozusagen um Geduld zu bitten, weil es der Künstler immer noch schöner machen wollte sozusagen. Ne? Das war ja Kulturhauptstadt Graz 2003, war das, glaube ich. Ja. Ne? Und das ist also eine Art Muschel quasi, die in den Fluss Mur
in der Nähe vom Kunsthaus Graz hineingebaut wurde, wo man quasi vom Ufer direkt hineingehen konnte, oder? Und das war ja, was war die Idee, was sollte sich dort abspielen in dieser, hat sich dort abgespielt quasi dann? Ja, also in der, also natürlich, ich habe es jetzt nicht so präsentiert, aber auch so wie bei dem Ritualthema, es geht, natürlich geht man immer von sich persönlich aus und meine Idee war damals, okay, ich hätte gern eine Insel auf der Mur mit drei Teilen. Das eine ist ein Amphitheater, wo ich Salsa und Merengue tanzen kann, einen Kinderspielplatz, weil mein Sohn war damals 5 Jahre alt, und dann noch einen Bereich, einen Barbereich, wo ich mein Pernod oder ein Mojito trinken kann, sage ich jetzt dir. Sehr egoistische Gründe für die Stadt, genau. Ja, aber aus den persönlichen Gründen kommen dann die großen Visionen. Und ich habe es natürlich jetzt nicht so dem damaligen Intendanten Lorenz präsentiert, sondern ich habe es dann zusammengefasst, eine Piazza für das 21. Jahrhundert zu schaffen und diesen Connex Stadt, Fluss, Land herstellen. Und auch ein lustiger Insight. Ich habe damals bei der Präsentation der Idee, ich lebte ja damals in New York, war aber kurz in Wien, ging mit meinem Sohn ins Oberlaa Kurbad oder halt zum Baden. Und der Intendant hat mich dann angerufen und wollte nochmal genau wissen, ob das eh alles möglich ist und mit Vito Conchi und der Konzeption für die Insel. Und ich stand dort de facto beim öffentlichen Telefon in der nassen Badehose und habe diese Idee verkauft. Super. Also der Intendant war Wolfgang Lorenz. Richtig, kein einfacher Mann, aber sehr toller Mann. Und der hat es aus meiner Sicht wirklich mit sehr viel Drive gemacht und hat sich mehr getraut als andere, die zum Beispiel jetzt dann nachgefolgt sind mit Kulturstätten. Also, ja. Aber eben, ja, was du sagst, diese Räume gestalten oder aus dem Nichts was Tolles zu schaffen, ob das jetzt ganz was Kleines ist, eine Ausstellung einer Blumenhandlung, oder ob das jetzt was Großes wie eine Mu-Insel ist, also das treibt mich schon total an. Ja. Und oft auch so in unmöglichen Situationen. Ne? Also Mu-Insel hat jeder gedacht, das ist eine verrückte Idee, es kommt nie. Oder auch die Art wie ich selbst, die so quasi einen Raum, einen Stadtraum mehr einnimmt. Wir haben ja keine physische fixe Location, sondern es spielt sich in allen Ateliers der Künstler ab, in allen Partnerinstitutionen. Und hier einen Raum aufzuspannen, der dann vielleicht total virtuell worden ist, wie jetzt bei der letzten Art Week aufgrund des Lockdowns, aber trotzdem funktioniert, das treibt mich an. Und das war auch ähnlich damals in Mexiko mit dem Kunstraum dort, weil jeder gesagt hat, du kannst nicht im historischen Zentrum, wo das Erdbeben war und wo es Kriminalität und Drogenhandel gibt etc. und sich keiner reintraut, du kannst nicht dort einen Kunstraum aufmachen. Du warst dort von der österreichischen Außenwirtschaftsorganisation dort Delegierter. Genau, ich war parallel stellvertretender Wirtschaftsdelegierter und hatte dann aber mit 2 Freunden nach meinem Kunstmanagementstudium und Jus-Studium hatte ich dann einfach die Idee oder die Obsession, ich mache jetzt meinen eigenen Kunstraum. Toll, super. weil ich nach dem Kunstmanagementstudium auch nicht jetzt direkt in ein Museum oder Galerie gehen wollte. Das war mir, hätte nicht gepasst. Ich darf das gar nicht sagen, das soll jetzt auch nicht ironisch oder zynisch sein, das war mir echt zu prekär. Es war damals eine der letzten Kunstmarktkrisen und da wollte ich nicht für $5 in einer Galerie in New York mit 10 Künstlern arbeiten. Ja, klar. Ja, mit einem Kind oder das war ja noch davor. Ne? Mit Plänen für Familie Plänen. Und so weiter. Ja, genau. Ja, sicher, da muss man auch nachdenken. Ne? Aber ich weiß ja noch, wie wir uns kennengelernt haben. Das war ja auch so aus dem Nichts etwas entstehen lassen. Das war ja in Japan, die kürzeste Reise, 3 Tage in Nagoya, wo du für die Expo 2005, war das, ja, auch etwas hingezaubert hast auf dieses Expo-Gelände. Ein Gebäude. Ich bin ja gekommen, um einen Beitrag zu drehen über Edgar Honitschläger, der eine Modenschau für Hühner gemacht hat, der einen Chicken Suit entworfen hat. Richtig, ja, großer Skandal.
Großer Skandal dabei. Obwohl ich mit einem Arzt gesprochen, mit dem Tierarzt gesprochen habe, der gemeint hat, nein, den Hühnern geht's gut. Und die, also die Hühner haben ja, Edgar Honitschlägers Idee war, etwas zu entwerfen und zu verkaufen, was jeder haben will, aber keiner braucht, quasi so dieser Gedanke. Ne? Und hat dann Anzüge für Hühner entwickelt mit verschiedensten Camouflage-Outfit, auch Fell, Latex. Genau. Aber der Tierarzt hat es begleitet und gemeint, nein, denen geht's gut. Und das waren ja Nagoya Cochin, haben die geheißen, glaube ich. Also spezielle Nagoya festere, Hühner, genau. Obwohl er auch gesagt hat, dass er sie auf Kur geschickt hat, damit sie ein bisschen abnehmen, so wie echte Models. So ein bisschen auf Diät gesetzt, die armen Tiere. Aber es ging ihnen gut. Ich habe es ja gesehen, die sind ja dann innerhalb des Gebäudes den Laufsteg quasi, sie wurden mit einem Fließband sind sie nach oben gebracht worden und dann sind sie den Laufsteg peu à peu hinunter mit ihrer genau. Modelschau. Ne? Ja, das war ein fantastisches Projekt für mich insgesamt Expo, weil dort alles zusammenkommt, was mich interessiert, da ist die Architektur, Design, die künstlerischen Interventionen, die Musik natürlich zur Bespielung, bis hin eben auch das ganze Politische drumherum, das Wirtschaftliche, das Touristische. Und ich habe mich damals wirklich gefühlt wie, ja, also ein Freund hat zu mir gesagt, hey Robert, du bist jetzt wie ein Drogensüchtiger in einer Apotheke. Und diese Aktion vom Edgar und viele weitere auch, von der Edwina Hörl zum Beispiel, Mission Kanz in ihrer Intervention, wo dann ihr Mann leider kurz einmal verhaftet worden ist auch, das war immer auch so eine Gratwanderung zwischen, okay, man macht so eine Nationalrepräsentation und das offiziöse Österreich präsentiert sich da von der besten Seite. Und auf der anderen Seite auch wirklich so Cutting-Edge-Interventionen zuzulassen. Was ist Edwina Hörl, ihrem Mann damals passiert? Edwina Hörl ist ja Modedesignerin, die. Genau, und die hat das Kaisers neue Kleider, hieß ihre Intervention, wo sie auf Toilettenpapier, also Modeentwürfe, die du dir dann quasi umwickeln konntest, hat sie angeboten und hat diese Toilettpapiere dann installiert in den Toiletten des Shinkansen zwischen Tokio und Nagoya, sodass des Kaisers neue Kleider von allen auch verwendet werden können. Und bei diesem Austausch, wo ihr Mann geholfen hat, haben die natürlich, also die Eisenbahn hat gesagt, das geht ja gar nicht, ne? Und hat die Polizei gerufen und wurde abgeführt. Mhm. Und ist aber gut ausgegangen. Und bei Edgars Intervention mit den Hühnern war es auch so, dass schärfste Interventionen von der österreichischen Botschaft kamen, dass das quasi nicht geht und dass es ja von eben Tierquälerei bis das offizielle Österreich kann es ja nicht so präsentieren. Und Faktum war dann, dass sogar ABC, also diese große TV-Station, kam für Morning News, diese Intervention dokumentiert hat und abgespielt hat für, weiß nicht, 200 Millionen Zuschauer. Und der Gouverneur von Nagoya extra kam zur Modeschau und ganz stolz auf seine Nagoya-Hühner war. Ja, toll. Aber auch das Gebäude war speziell, ne? Das heißt, dort. Das Gebäude war speziell, aber nicht so speziell wie zum Beispiel dann der Babio in Shanghai. Stimmt, weil wir dort Vorgaben hatten und eigentlich nur das Äußere, das Innere dann gestalten konnten. Mit auf der Fassade dieses wunderbare große Bild von Herbert Brandl. Und innen war es im Grunde eine riesige Holzskulptur, auf der man rutschen konnte. Und quasi Avantgarde-Holzbau. Und in Shanghai? Die Eisbar etc. Ja, die Eisbar, und Shanghai mit Span war natürlich auf das grüne Feld zu bauen. Und das ist noch einmal eine höhere Challenge, auch ein anderes Budget natürlich. Ne? Ja. Und das ist auch für mich immer wieder faszinierend, dass ich zum Beispiel Ausstellungen gemacht habe mit einem Nullbudget und dann wiederum Projekte mit 16 Millionen Euro. Ja, Wahnsinn. Ja, na, es ist toll. Na, aber da muss man auch die Ruhe bewahren, ne? Also diese Bälle jongliert, ne? Auf so einer Expo, aber auch im Kleinen. Die äußere Ruhe zumindest, ja. Ja, genau. Na, aber ich finde, diese Expos waren ja auch immer sehr lustig, auch so, wenn man dann quasi im Österreich-Pavillon ist und dann, weiß nicht, geht das Bier aus, wo, dann lernt man plötzlich ein skandinavischer Pavillon kennen und man verbrüdert sich auf die Art und Weise und sieht dann klar, also das ist natürlich ein fantastisches Fest der Völker sozusagen, aber ich muss trotzdem sagen, dass für mich persönlich die Expos, die Weltausstellungen
immer noch ein bisschen eine vergebene Chance sind, wenn man sich jetzt zurückentsinnt an die Historie der Weltausstellung. Das waren ja wirklich so quasi radikale Cutting-Edge-Präsentationen der neuesten Technologie, Erfindungen, auch jetzt im künstlerischen Bereich, so quasi das Neueste vom Neuen und die coolsten Trends sozusagen. Das noch nicht in Serie gegangene, hier wirklich eine Bühne zu bieten. Es waren natürlich teilweise auch absolute Machtdemonstrationen, wenn man an Pavillons Russlands oder Deutschlands in Paris zum Beispiel denkt. Und da ist es heutzutage schon, auch wenn dann die großen Themen gespielt werden, wie Wisdom of Nature etc., dass wird nicht ganz eingelöst, auch aufgrund der Struktur und wer dort führt. Ja, man könnte dort natürlich von seinem Land, was die Architektur betrifft, die Kunst betrifft, natürlich weitaus Radikaleres zeigen als heute. Ich weiß noch, in Mailand, die Expo damals, wann war die? 2015, glaube ich. Ne? Ja, ja. Und wenn man da reingekommen ist, waren große Nutella-Gläser, also überlebensgroß und von allen möglichen großen Marken ist man da gleich mal vereinnahmt worden und bis man dann mal zu den richtigen Projekten gekommen ist, was ein langer Weg. Und Österreich hat damals diesen Pavillon gehabt, wo ein Wald ausgestellt wurde. Das fand ich als Konzept, als Idee wirklich gut. Aber viele schön, andere ja. hat man wirklich schwer verstanden. Bessere Tourismusausstellungen. Ne? Genau. Bessere oder schlechtere Tourismusausstellungen. Ja. Na, dir ist da, glaube ich, immer was ganz Spezielles gelungen. Also das werde ich nie vergessen in Japan. Wobei nicht mir, sondern wirklich dem Team. Wir haben ja dann ganz offene und ganz transparente, vor allem Ideen, Ausschreibungen gemacht. Und das war total wichtig, weil es natürlich bei solchen Budgets dann Interventionen gibt von allen Seiten. Und da war ich immer froh, dass ich diese Ausschreibungen sehr, sehr ruhig mit, also und unabhängig von auch letztendlich einer politischen Einflussnahme oder von Netzwerken. Mein Anspruch war immer, die besten Ideen sollen da gewinnen. Und das haben sie auch. Also alle drei, die ich jetzt zumindest verantwortet habe, haben Architekten gewonnen, die unter eigenem Namen noch nicht vorher gebaut hatten. Also sprich wirklich eine Chance für junge Positionen und eben jetzt nicht im Sinne der nationalen Repräsentation, dass man den etabliertesten Architekten nimmt und den freihändig beauftragt. Ne? Gab es Interventionen diesbezüglich, aber da hatte ich Gott sei Dank immer den Rücken frei. Ja, ja, toll. Ja. Na, aber man muss auch das Standing haben und sagen, ich vertrete das und so und nicht anders. Danke, Nicola, aber das war eher... auch schlaflose Nächte wahrscheinlich. Du bist in solchen Positionen, auch bei der Murinsel, du bist letztlich oft ein Hampelmann, der versucht zu jonglieren, die verschiedenen, wenn alle da herumziehen. Ne? Also, Und nebenbei hast du da auch noch andere Projekte. Das ist ja auch toll, wie du eben von wegen jonglieren. Weil über etwas haben wir noch gar nicht gesprochen, nämlich du hast ja auch mal so ein, nicht nur das Händchen, eben Architekten zu finden oder auch Künstler oder die vielleicht jetzt eben noch nie so was Großes gebaut haben oder sich mal richtig beweisen können, sondern eben auch, du bist immer so auf der Spurensuche nach fast schon verschollenen Marken, wie eben die Uhr von Karl Suchy und Söhne. Ja. Wie bist du denn da drauf gekommen? Das ist ja ein irres Projekt, wenn man mal googelt im Internet über die Geschichte und natürlich auf deiner Website die Geschichte dieser Familie, Marke, ja, dieser Firma Familie, ja. Und dass sie dann plötzlich verschwindet. Ja? Und wahrscheinlich auch nicht die einzige Manufaktur, die mal Bedeutung hatte und dann, ja. Ist sie wieder da, ja, ist sie wieder da, aus dem Nix wieder da. Nach 100 Jahren Schönheitsschlaf ist sie wieder da, die Karl Suchy und Söhne. Ja, das war im Grunde genommen, geht es immer so manchmal so ineinander über. Im Zuge meiner Tätigkeit für die Wirtschaftskammer war ich sehr stark involviert mit der Förderung von Kreativwirtschaft im Ausland. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich dann eben im Rahmen der Weltausstellung in Mailand einen großen Traum erfüllt, nämlich österreichisches Design dort zu präsentieren im Triennale Museum, für mich wahrscheinlich die wichtigste Institution, die permanent auch das Thema Design spielt. Und ein Traum von mir gewesen, wie ich noch Geschäftsführer der österreichischen Design Stiftung war und habe über 10 Jahre gebraucht, um diese Vision zu realisieren. Und da ging es eben darum, mein Ziel war da,
so eine Design-Explosion hinzulegen, nicht der klassische Designausstellung, und den Spannungsbogen von historischen Designpositionen, Hoffmann und Donet 14, bis zum experimentellen Art-Design von heute zu zeigen. Und bei den Recherchen kam ich auf Karl Suche und Söhne, einer der ehemaligen Hoflieferanten, wie es ja einige noch gibt, wie Hotel Sacher, Demel etc. Und viele aber sind verschwunden mit dem Fall des österreichischen Imperiums sozusagen. Und irgendwie war es auch wieder so, mir war damals, glaube ich, gerade Fahrt. Ich habe damals in Barcelona gelebt und das war gerade August und im August kannst du gar nichts mehr machen, weil das wirklich fährt die Stadt runter, fährt das Business runter und alles. Und habe dann einmal begonnen, kurz zu recherchieren, welche Marken gab es da und welche Geschichten können die erzählen, und bin dann auf Suche gestoßen und habe mir gedacht, warum nicht, ich mache jetzt meine eigene Uhr. Weil wir gerade Fahrt waren. Weil wir gerade Fahrt waren sozusagen, ja. Und auch wieder aus dem Nix hat was gestalten. Und auch wenn es jetzt nicht so, es ist jetzt ein kleines, natürlich ein ganz kleines. Ja, zeig mal her. Einen kleinen Raum, ein kleiner Raum, der gestaltet worden ist von einem fantastischen jungen Designer. Und da kommst du halt von einem ins nächste, ne? Und auch mit dem schönen Werk, was man das sieht. Ah, das ist wenn man sie umdreht, die Uhr, dann sieht man das Uhrwerk. Wahnsinn, genau. Schön, mit so einem tollen Hintergrund. Mikrorotor. Auch, ja. Und der Anspruch war eben auch da, wiederum zu sagen, okay, ich möchte jetzt nicht die Geschichte so quasi replizieren und alte Uhren neu machen, sondern wo hätte der Suche weitergemacht, wenn er damals nicht in den 20er Jahren ging das langsam dann bergab, durch den Wegfall auch einer riesigen Kundschaft natürlich auch, weil Österreich nicht mehr ein großes Kaiserreich war. Und habe ich einen jungen Designer eingeladen, der von der ECAL gerade abging, von dieser Design-Universität in Lausanne. Einen weiteren österreichischen Designer in Barcelona damals. Und es ist natürlich eine total verrückte Idee gewesen. Ne? Und ich hätte mir nie gedacht, wie kompliziert sowas ist. Aber so in dieser Naivität, die ich mir teilweise noch bewahre, war dann plötzlich eben auch da wiederum die Uhr da. Und nachdem es einige, ich habe es dann geschafft, einigen Freunden, also so quasi nach dem Motto Family, Friends and Fools, wollten dann auch diese Uhr. Und dann habe ich einen Mann angeschrieben mit einem E-Mail, den ich vorher nicht kannte, aber ich habe gelesen, der hat Österreich-Bezug und investiert auch. Und der hat zurückgeschrieben, gut, machen wir, ja. Und jetzt gibt es die seit, wir haben jetzt gerade die dritte Bilanz gelegt. Also es ist eine richtige Firma. Ja, ja. Und es ist aber im Grunde auch da wiederum ein leidenschaftliches Investment, wenn du so willst. Also ich habe mir nicht gedacht, dass ich irgendwann Uhrenverkäufer werde sozusagen. Hast mir die Chance gegeben, wirklich aus dem Nix wieder was Schönes zu gestalten. Und wir könnten das irgendwann einmal einspielen, aber ich habe da zum Beispiel dann Kooperationen mit Peter Miller Klasse an der Angewandten, mit analogen Film und Video und Fotografie. Also es bietet mir wieder Anlass genug, auch schöne Veranstaltungen und ich weiß ja. Zum Beispiel, wir haben uns damals ja getroffen, auch du hast die Veranstaltung gehabt im Loos-Haus, am Michaelerplatz in Wien, von Adolf Loos errichtet. Und dort hat Chris Haring mit einer Performance die Uhr präsentiert. Das war ja auch wahnsinnig toll. War schon cool, oder? Ja, ja. Also so eine Art der Uhrenpräsentation habe ich überhaupt noch nie erlebt. Egal nicht. Also ich weiß nicht, ob, es ist eine total konservative Industrie und das hat mich halt auch gereizt, hier zu schauen, okay, was kann da so ein kleiner Independent machen? Und was wir jetzt gerade machen, ist eben auch wieder im Sinne des kreativen Akts. Wir sollten im März eine neue Tischuhr rausbringen. Also nach über 100 Jahren so quasi wieder mal eine Tischuhr aus dem Hause Suchy. Und da arbeiten wir auch wiederum mit einem tollen Designer, Rainer Mutsch, hier in Wien, gleich hier um die Ecke von mir hier. Und eine fantastische Uhrmacherin, die in Karlstein studiert hat, der Uhrmacherschule, die der Kaiser Franz Josef noch gegründet hatte.
Und da machen wir gerade eine erste Großuhr. Also, Richtig, so wie diese auf den Kamin oder auf den genau, Kaminsimsen, genau. So mit Holz oder mit einem Gehäuse, ganz oder aus, egal. Ja, das wird poliertes Messing, aber alles total handcrafted, das ist Handarbeit, Kooperation mit Lobmeier für die Glasteile etc. Und wird jetzt gerade zusammen geschliffen, gefräst, poliert im Waldviertel, wo ja traditionellerweise auch in der Monarchie noch viele Uhrmacher sich angesiedelt hatten. So ähnlich wie in der Schweizer La Chaux-de-Fonds-Gegend, wo eben die Bauern im Sommer halt den Bauernhof und die Felder bestellt haben, aber im Winter sind sie dann zu Hause gesessen und haben Uhren gemacht. Da schließt sich wieder ein Kreis, weil du warst ja auch mit der Uhr auch in der Schweiz, also die wurde dort auch... Ja, weil wir haben diese Historie von Karlsruhe und Söhne, das war ja damals, also gegründet 1822, nächstes Jahr 200 Jahre Geburtstag, wurde in Prag gegründet, dann in Wien, wollten natürlich in Wien sein, haben sich in Wien eine Niederlage gelassen und 1852 eine Taschenuhrenfabrik aufgemacht in La Chaux-de-Fonds, wo heute noch die Luxusuhrenindustrie zu Hause ist. Und dieser Connex zwischen dieser Wiener Eleganz und auch der Schweizer Präzision, das haben wir mit der ersten Walz Nummer 1, ich weiß nicht, ob man sieht, das ist ein kleiner Sekundenzeiger, der bei uns eine Scheibe ist, ganz langsam sich dreht und einmal in der Minute sich quasi schließt in der Ornamentik von Loos inspiriert. Also wir haben quasi diese Wiener Eleganz und in Wien zählt nicht jede Sekunde, aber halt verbunden mit der Schweizer Präzision und in dieser Qualität, das ist quasi auf einem Qualitätslevel, wie mein Uhrmacher sagt, von Patek, also der höchsten Uhrmacherkunst, das ist im Moment in Österreich nicht machbar. Und nachdem wir aber eben diese Brücke schon seit über 100 Jahren spannen mit der Taschenuhrenfabrik, ist es jetzt auch trotzdem eine authentische Geschichte. Man muss immer aufpassen bei solchen Relaunches, dass es nicht irgendwie alles erfunden ist. Ne? Und bei uns ist Gott sei Dank, nachdem wir da im Staats- und Hofarchiv und überall waren, das ist alles wahr. Sigmund Freud als Kunde, Kaiser Franz Josef als Kunde. Wir haben gemeinsam mit Lobmeier in der Hofburg Uhren aufgestellt und repariert, während Lobmeier die Luster geputzt und gepflegt hat, ne? Und repariert hat. Gibt es Rechnungen aus dem Hofarchiv. Ja. Das kann man hier alles recherchieren. Da ist natürlich Wien ein fantastischer Ort für Recherche, wo man da alles eintauchen kann. Ja. In dieser ganzen digitalen Zeit zurückzugehen und diese Dinge zu finden in den Archiven und Kellern. Und ja, toll. Ja. Ja, spannend. Es ist so, ich weiß noch, ich war letztens bei der Hofburg in den Katakomben im Keller unten und habe dort gesehen, die Kunstwerke, die Skulpturen, nach denen dann die einzelnen Brunnenfiguren auch von Elisabeth, also Kaiserin Sissi, auch wo die dann quasi dort gelagert werden, heute noch, und von diesen Miniaturen dann die großen Statuen produziert worden und sind. Aus Bronze, ne? Aus Bronze teilweise, genau. Oder eben auch die Maria Theresia im kleinen Format. Oder dann auch, da gibt es dann so Skulpturen wie von der Sissi, die dann eben nicht produziert worden sind. Weil da hat sie zum Beispiel, auf einer Skulptur hat sie einen Fächer, den hat sie ja gehabt, weil sie so schlechte Zähne hatte und hat dann immer einen Fächer benutzt. Und diese Skulptur mit dem Fächer, die durfte nicht produziert werden. Gibt es aber in den Katakomben als kleine, also ich klein, glaube. Also ist schon so. 1-2 Meter groß. Und da begegnet man dann so in den Regalen liegen dann irgendwelche Köpfe, wo man denkt, den kenne ich doch. Ja, oder? Ja. Ja, das sind Geschichten. Aber insofern ist Wien trotzdem ein spannender Ort. Du bist ja jetzt, du hast ja immer noch einen Standort in Barcelona, aber jetzt... Nicht wirklich eigentlich. Also du bist jetzt wieder nach Wien ganz zurück. Eigentlich seit 2 Jahren wieder fix in Wien und werde sicher noch länger bleiben, glaube ich. Aber es könnte sein, dass ich habe zu mir gesagt, vielleicht ich habe immer so einen Rhythmus zwischen 3 und 7 Jahren gehabt, wo ich eben von einem Land oder von einer Aufgabe zur nächsten gewechselt habe. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ich im 7. Jahr dann doch wieder irgendwo anders hin muss. Ja. Und sei es nach Barcelona oder irgendwo anders hin. Weil, ich meine, auch wieder zurückkommen zu den Ritualen, ne? Auch wenn das nicht leicht ist, da quasi irgendwo, was dir so einsam und verlassen hinzugehen. Aber es macht den Geist halt trotzdem, es schärft den Geist. Ne? Mhm. Und du bist halt dann gefordert, auch neue Leute zu treffen, neue Connections zu machen.
Also du musst deine Wohnung ausmisten, weil du kannst vielleicht nicht alles übersiedeln. Also es tut, ich glaube, ich werde immer ein Nomade bleiben. Ne? Also, aber im Moment ist Wien fantastisch, ich fühle mich extrem wohl. Und ich habe Wien immer gern gehabt, aber ich habe es immer auch wieder empfunden, wenn ich es manchmal verglichen habe mit meinem Leben in New York oder in Mexico City oder auch in Barcelona, dass ich dort mit dieser frischen Luft, so quasi unter Anführungszeichen der frischen intellektuellen Luft auch, das tut mir schon gut. Ne? Ja. Und auch immer was Neues halt entdecken auch. Ne? Und, aber es ist natürlich auch anstrengend. Und klar. Insofern genieße es hier und ich hoffe, dass wir bald wieder den Lockdown vorbei haben und halt wieder auch die Wiener Qualität des Kaffeehauses und der Museen und auch das ganze wahnsinnige Kulturangebot mit den Konzerten wieder genießen können. Ne? Ja, na unbedingt. Und dass wir uns auch treffen können und eben auch, genau, nicht immer nur nicht virtuell. Okay. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch. Und ja, dir auch. Herzlichen Dank. Alles Liebe. Und ich freue mich auf die Sendung dann. Ja, okay. Ciao. Ciao. Und auf die weiteren Folgen. Auf die weiteren Folgen, genau. Ja. Ja. Baba.